Folge Charles Corrin, Frankreich, Ledersortierer, 39 Jahre alt, 70. Verhandlungstag, 27.07.1964. Dass wir Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen zur Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Est-ce que vous agréez que votre déposition ici sera prise sur un ruban phonographique pour soutenir le mémoire de la, du tribunal? Oui, oui, oui. Einverstanden. Sie waren also in dem Lager D. Als Sie ins Zigeunerlager gekommen sind, das war welcher Lagerabschnitt? C'était quelle section du camp? Lorsque vous êtes arrivé au Zigeunerlager. Qu'est-ce que vous appelez section? Quelle partie du camp? Ben, Zigeuner, c'était pour moi, c'était à côté de D. Das war neben D für mich. Für mich war das neben Dora. Ja. War es unten E nach oben oder ging es unten nach C herunter? D c'était war plus en bas non. Vers. Also das sagt nämlich C. Ich kann es anzeigen auf der Karte. Ja, ich bitte darum. Ja. Ici, c'était la cloche. La porte où la rampe rentrait là. Hier war das Tor, wo man zur Rampe kam. Parce que moi, j'ai travaillé plus bas ici. Et j'ai travaillé plus bas ici, où le Zeuge eben zeigt, gearbeitet. Et moi, je vais passer tout le transport ici, là. Ich bin mit dem ganzen Transport hier durchgekommen, der Zeuge zeigt durch. J'ai même vu d'autres transports toujours passer. Ich habe dort andere Transporte hereinkommen sehen. Das wollen wir nachher alle feststellen. Jetzt will ich zunächst mal wissen, wo untergebracht war. Pour le moment, ce qui intéresse le tribunal, c'est seulement où vous étiez. Pour le travail, après moi, le camp D devait être celle-là. Et le C, après moi, devait être celle-là. Attendez, encore une fois, c'est vous. Pour moi, le camp D, où on a travaillé, devait être celle-là. Für mich, das Lager, wo man arbeiten sollte, war D. Ja. Und wo war das Zigeunerlager, wo Sie die ersten Tage untergebracht waren? Der Zeuge zeigt zunächst nach oben, berichtigt sich aber und sagt, es sei mir unten gewesen. Parce que ça c'était le A, ça ici ça commençait le A. Je vais quand on est passé travailler, je vais toujours c'était le A. Et ici c'était où celle-là plutôt. Also in C-D. ABCD. Der oder der war das? Celle-là ou celle-là? Celle-là ou l'autre? Das Zigeunerlager war doch wohl in E untergebracht. Der Zigeuner, c'était de l'autre côté, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. C'est de l'autre côté, c'était. Oui. Das war auf alle Fälle oben weiter in E. Der Zigeuner, c'était toujours de l'autre côté. Ja, er soll doch mal mit dem Stock hinzeichnen, wo im Zigeunerlager gewohnt hat. Où avez-vous habité dans le camp des Ciganes? C'était le bloc. Vous pourriez indiquer par le bâton? Ça devait être le bloc numéro 2, j'étais. Ich war wahrscheinlich wohl sicher, war sicher im Block 2. Ja, er soll mal mit dem Stock dorthin zeigen, wo meint, dass gewesen sei. Also in E. Das gehört noch zu D, richtig. Dann kommt der Stacheldraht und wo das E steht, da fängt das Lager E an. Le président vous avertit qu'ici c'est le barbelé. Et après c'est quand E. Alors, vous devez faire votre choix. Non, non, je ne pas. Je regarde même pas ici, je ne vais pas regarder là. Moi, je regarde après le bloc, parce que je sais que j'étais au C. Et il ich war in C. In Zigeuner. Bei den Zigeuner. Je ne sais pas si c'est C. Je sais que c'est Zigeuner, on l'appelait, parce que la V, c'était le Zigeuner. Einen Buchstaben weiß ich dafür nicht. Ich wusste nur, dass man uns gesagt hat, wir sind im Zigeuner. So, na dann soll wieder Platz nehmen. Als Sie in das Zigeunerlager gekommen sind, waren da noch Zigeuner drin? Lorsque vous êtes arrivé dans le camp des Ciganes, il y avait encore des Ciganes dedans? Non, c'était. Nein. La V, nous sommes arrivés 24 heures après,
24 heures après, nous sommes arrivés. Il était lavé, le camp était lavé. Non, nous, on est comme nous sommes arrivés, on nous a dit que 24 heures après, qu'on brûlait les cigognes. On a brûlé. Brûlé les cigognes. Man hat uns gesagt, 24 heures avant. Avant, oui. Man hat uns gesagt, dass sie vor zwei Tagen verbrannt worden seien. Die Zigeuner. Die Zigeuner. Sie kamen dann in das Lager D. Mit welchen Arbeiten wurden Sie beschäftigt? Alors vous êtes arrivé au camp D et quels étaient les travaux que vous avez faits? Travaux de terrassement. De terrassement, on a travaillé, vous savez, sur la route. À côté, ich habe an dem Wegen gearbeitet. À côté de Kartoffelkommando. Und ich war beim Kartoffelkommando. Non. À côté. Ah, neben dem Kartoffelkommando. Der Zeuge bezeichnet damit den Ort der Tätigkeit. À côté du chemin de fer. Neben der Eisenbahnlinie. Ja. Kennen Sie aus dieser Zeit noch Angehörige der SS-Mannschaft, die damals in Ihrem Lager tätig waren? De ce temps-là, connaissez-vous encore des membres des gardiens SS qui avaient des fonctions à ce temps-là? Je connais beaucoup, mais de nom, seulement un. Ich kenne viele. Vous connaissez? Je connaissais, mais de nom, seulement un seul. Maintenant, vous connaissez? De nom, pour appeler. Oui, j'ajoute encore, mais vous dites, je connais, j'ai vu beaucoup, mais ich habe viele gesehen, aber mit Namen kenne ich nur einen. Eine Diskussion stattfindet, Herr Dolmetscher. Der Zeuge sagte, je connaissais, ich kannte. Ich muss doch fragen. Nein, Sie haben keine Frage. Sie konnten das übersetzen, was der Zeuge sagt. Alors, ich meine, es kann keine Diskussion stattfinden. Un peu plus lentement, afin que... Pour éviter, n'est-ce pas, que je ne peux pas suivre. Ah bon. Vielen Dank. Je vous le répète. Je vous le répète que je vis beaucoup. Ich habe viele gesehen. Mais pour connaître des noms, c'est un seul que je peux citer des noms. Sie zu kennen, kann ich aber nur einen bei Namen nennen. Wie heißt der Name? Quel est le nom? Baretsky. Baretsky. Was hatte Baretsky für eine Aufgabe und für einen Dienst in diesem Lager? Quelle était la tâche et le service de Baretsky? Moi, je peux pas savoir ce qu'était la tâche de Baretsky. Ich konnte das nicht wissen, was die Aufgabe von Baretsky war. Je peux simplement dire certaines choses que je veux faire, c'est tout. Ich kann nur einige Sachen sagen, die ich ihn habe tun sehen, das ist alles. Wissen Sie nicht, was Baretsky tatsächlich getan hat dort, also zum Beispiel, ob er Appelle abgenommen hat, ob er Blocks überwacht hat, ob er beim Ausmarsch der Truppen dabei war und so weiter. Wissen Sie davon etwas? Vous ne savez pas quelque tâche en général de Baretsky. Par exemple, le président vous rappelle s'il a ordonné des appels, s'il a eu le contrôle de blocs, s'il était présent lorsqu'on est marché hors du camp. Il est venu prendre l'appel. Er ist gekommen, Appelle abzunehmen. C'est surtout quand il est venu prendre l'appel que je l'ai bien connu. Es ist hauptsächlich von seiner Appelltätigkeit, dass ich ihn genau kenne. Ja. Wissen Sie, ob er auch mitgewirkt hat bei sogenannten Selektionen, das heißt der Auswahl von schwachen Häftlingen, die eventuell getötet werden sollten? Est-ce que vous savez, s'il a participé dans la sélection, ça veut dire... Also hören Sie mal bitte da hinten. Wenn Sie schon den Rock ausziehen wollen, dann bitte hier nicht in dem Gerichtssaal. Wir haben hier keine Kleiderkammer. Ja. Bitte schön. Est-ce que par hasard vous connaissez ou vous savez s'il a participé dans des sélections? Ça veut dire dans l'activité de choisir des prisonniers faibles qui devraient être tués. Pas seulement dans les prisonniers faibles. Si vous... Ou je dois parler là-dedans? Oui. Pas seulement dans les prisonniers faibles que je le vais sélectionner. Ich habe ihn nicht nur selektieren sehen, schwache Gefangene. Même dans le transport, une sélection de transport, je le veux assister. Ich habe ihn auch bei den
quand les transports arrivaient, in den Transporten, die ankamen, sur la rampe, selektieren sie auf der Rampe. Ja. Und das sind also zwei verschiedene Arten der Selektion. Einmal die auf der Rampe und einmal die im Lager. Sur la rampe et d'autre part dans le camp. Das stimmt. Wollen wir jetzt zunächst einmal beginnen bei den Selektionen im Lager. Parlons, wie spielte sich eine solche Selektion ab? Parlons d'abord des Selections au milieu du camp, dans le camp. Comment se s'est déroulé une telle Selektion? Chez nous, à l'époque où j'étais, moi, c'était une sélection après que les autres m'ont raconté, c'était une sélection relativement nulle pour eux. Une petite sélection. On a retiré. Zu der Zeit, zu der ich da war, habe ich von einer Selektion erzählen hören. Das war eine relativ kleine Selektion. Non. Alors, parlez un peu plus distinct. Je veux dire. Moi, ce que je vais dire, c'était deux sélections que j'ai passées dans le camp. C'était une petite sélection. Ça se passait le soir à l'appel. Am Abend beim Appell hat eine kleine Selektion stattgefunden. Und ich habe zwei solche kleine Selektionen assisté. Ich bin dabei gewesen bei zwei solchen Selektionen im Lager. Hat der Zeuge nicht im Augenblick gesagt, ich habe erzählen hören von einer Selektion? D'abord, vous avez dit, on m'a raconté. Oui, je veux dire que la sélection où moi j'assistais était après les autres qui m'ont tous dit, tous nos camarades, que c'était une sélection nulle, parce qu'on a retiré juste jusqu'au 10 sur tous les blocs, vous comprenez? Ach, das Null ist unsere deutsche Null und soll nicht nichtig heißen. Jetzt komme ich dahinter. Mm-hmm. Ich habe außer den außer den beiden Selektionen, die ich wahrgenommen habe, vorher von anderen Selektionen erzählen hören. Die ich wahrgenommen habe, die Selektion Null. Wobei ich teilgenommen habe, waren sogenannte Nuller-Selektionen. Es wurde nach Zehnern abgezählt. Es waren etwa, combien? Jusqu'au maximum, dans le vide, à 10 personnes retirées de notre bloc, pas plus. Es waren 8 bis 10 Personen aus jedem Block, die geholt wurden. Je ne sais pas de chaque bloc, de notre bloc. Aus unserem? Je ne sais pas d'autres blocs. Je ne sais pas si vous êtes... Aus unserem Block. Oui, ich habe mich berichtet. Non, parce que... Je ne sais pas si c'est bien expliqué. Herr Zeuge, ist es richtig, dass jeder zehnte Mann herausgegriffen wurde bei dieser Selektion, oder ist es anders gemacht worden? Est-il correct que dans cette sélection, on a pris chaque dixième homme, ou l'a-t-on fait différemment? Non, je ne l'ai pas vu compter. Ich habe zählen nicht sehen. Ich habe nicht gesehen, dass man gezählt hat. Je l'ai pas vu compter, je l'ai vu simplement indiquer sur pas avec sur chaque sur certaines. Je l'ai vu indiquer. Sur quoi? Sur la personne qu'il fallait retirer. Ich habe nur gesehen, wie man auf die Person gedeutet hat, die heraustreten sollte. Was soll denn das bedeuten, dass eine Nullselektion stattgefunden hat? Was soll denn das heißen? C'est pour ça que j'ai dit qu'ils n'ont pas bien compris. Nul, je veux dire que c'était une sélection, une petite sélection. Das war eine kleine Selektion. En comparaison avec les sélections précédentes. Verglichen mit den voraufgegangenen Selektionen. C'est qu'on m'a raconté. Von denen man mir berichtet hat. Ja. Eine kleine Selektion. Hatten Sie nicht vorhin gesagt, eine Nullselektion bedeutet, dass jeder Zehnte, Zwanzigste, Dreißigste herausgenommen worden ist? Vous n'aviez pas dit d'abord que dans une Nullselektion c'était chaque Dixième, Vingtième, Trentième qu'on a retiré? Jamais dit ça. Moi. Das habe ich nicht gesagt. Nul, ça veut dire en français minime. Er beruft sich jetzt doch auf den Sinn des französischen Wortes nul, eine der Deutung nach kleine Selektion. Kleine Selektion. Wie viel von diesen Selektionen hat der Zeuge miterlebt?
Combien de telles sélections vous avez assisté? Deux dans le bloc. Zwei im Block. Zwei im Block. Block vous... Non, non, à l'appel, deux à l'appel. J'ai écouté bloc. Oui, bloc. Bloc, ça veut dire à côté des Jawohl, blocs. Ich sage bloc. Bloc, à côté des blocs, à l'extérieur. Neben bloc. Dem Block, auf, im, draußen, im Freien. Sind gleichzeitig auch die anderen Insassen der Blocks angetreten, also der übrigen Blocks? Les autres habitants dans les autres blocs, ils étaient présents aussi à l'appel? Chaque en bloc, même temps? Oui, oui. Chaque bloc avait l'appel entre un bloc et l'autre. Nous, moi, jeder bloc hatte appel zwischen einem bloc und dem anderen. Waren die alle gleichzeitig angetreten? Ils étaient présents là à l'appel en même temps. Si, si. Jawohl. Sind auch bei den anderen Blocks derartige Selektionen vorgenommen worden? Est-ce que vous savez si dans les autres blocs on a fait de telles sélections? Oui, oui, on m'a dit. Man hat das mir gesagt. Haben Sie es nicht gesehen? Vous ne l'avez pas vu vous-même. Je pouvais pas voir puisque j'étais ici à ce bloc-là. Ich war ja in meinem Block, ich konnte es nicht sehen. Sie konnten es nicht sehen. Wer hat denn diese Selektion vorgenommen? Qui a effectué ces sélections? C'était pour moi c'était deux SS. Zwei SS? Deux ou même trois, mais deux. Oder auch drei? SS-Angehörige? Oui, et il avait présent l'un de deux ou de trois, il avait et les autres. Il avait, avaient... parmi eux était Baretzky. Unter ihnen war Baretzky. Wir müssen doch genauestens darauf achten, dass so übersetzt wird, wie der Zeuge es sagt. Wenn der Zeuge sagt, pour moi, für mich waren es zwei SS-Leute, dann sollte man das auch mit übersetzen und nicht einfach sagen, zwei SS-Leute. Ich glaube, auch der Sinn ist ein verschiedener. Also ich muss sagen, ich habe das nicht mitgekriegt. Ja, nur, hier ist moi, es in dieser Entfernung so schlecht zu verstehen. Ja, der Zeuge hat gesagt, pour moi waren es zwei SS-Leute. Das hat er doch genau gesagt. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que vous avez dit pour moi, c'était deux SS? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? J'ai dit c'était des SS, mais j'ai jamais dit ça. Hätte nicht pour moi gesagt. Pour moi. Also. Ja. Sagt zwei SS-Leute oder drei. Ou trois. Ou trois. C'est exact. Pour moi, sondern ou trois. C'est exact. Der Zeuge hat gesagt, ich will es nicht weiter ausführen. Ich könnte bereits jetzt noch weitere Fehler in der Übersetzung hier geltend machen. Vielleicht sollte ich es tun, um eine unnötige Wiederholung der Vernehmung. Vielleicht kann ich das, wie das Gericht mit Einverständnis gleich vortragen. Was denn? Hat der Zeuge, hat der Zeuge vorhin gesagt, es seien zwei Tage, bevor er in das Zigeunerlager gekommen ist, die Zigeuner vergast worden, oder hat er gesagt 24 Stunden? 24 Uhr, jawohl, selbstverständlich. Ja, eigentlich wurden aber zwei Tage. Ich meine, bitte? Ein Tag. Muss ich berichtigen. 24 Stunden. Na, also bitte nehmen Sie das. Pardon, je m'excuse. J'ai dit 24 heures à 48 heures. J'ai dit 24 heures à 48 heures. Ça veut dire une journée ou deux. Naja. Also es wurde genau gesagt 24 heures, übersetzt worden zwei Tage. Möchte ich festgehalten haben. So, nun nehmen Sie bitte wieder Platz. Sie sagen, diese Selektion, bei denen Sie zugegen waren, ces sélections auxquelles vous avez assisté, sind von zwei, eventuell auch drei SS-Leuten vorgenommen worden. Ont été effectués par deux SS, même par trois SS. Ist es richtig, dass unter ihnen sich der Angeklagte Baretzky befunden haben soll? C'est correct que parmi ceux, c'était Baretzky. Oui. Ja. Wer hat auf die Männer gedeutet, die herausgezogen werden sollten? Qui a indiqué ces hommes qui devraient être retirés? Ça dépend, ils étaient trois. Nous, moi, comme Attendez, oui. Ça dépend. Das kommt drauf an. Parlez doucement. Oui, ça dépend. Maintenant. Je veux dire, moi, j'étais au milieu, par exemple. On était toute une ligne alignée. Wir waren in einer Reihe und ich war in der Mitte. Quand c'était cinq par cinq ou six, vous comprenez? Par quatre ou cinq. On était quatre en ligne. Wir waren in der Reihe vier oder fünf. Oui, ça, je me rappelle pas exactement. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau. Oui. Et quand on a indiqué le doigt, j'ai essayé de faire avoir bonne mine
pour ne pas paraître un musulman. Ich habe mich bemüht, einen guten Eindruck zu machen und nicht als Musulmann zu erscheinen, als der Finger gezeigt wurde. Et je m'occupais moins de ce qui fait voir le doigt ou pas fait faire voir le doigt. Et je m'occupais moins de la personne parmi eux qui retire les autres ou qui ne retire pas. Vous comprenez? Ich habe dann weniger Aufmerksamkeit auf die Personen darauf gelenkt, festzustellen, wer die Person war, die deutete und wer nicht von den Beteiligten deutete. Herr Zeuge, wissen Sie es noch oder wissen Sie es nicht mehr? Est-ce que vous le savez encore ou non? Je sais qu'il était parmi eux, il est passé devant moi, mais que je dise à côté de moi si c'était lui qui a indiqué ou l'autre personne qui a indiqué, je ne vais pas le dire. Ich weiß nur, dass mit vorübergegangen ist. Ich weiß nicht sicher, ob gedeutet hat oder nicht. Et je ne vais pas dire une chose que je ne suis pas à 100% sûr ou il m'a pas indiqué le doigt sur moi. Ich will nicht eine Sache erklären, die ich nicht 100% weiß. Wie encore? Je n'ai pas pensé que à ce moment-là que je devrais témoigner pour savoir. Pour ich habe damals nicht daran gedacht, dass ich einmal darüber Zeugnis abgeben muss. Ich mache Ihnen ja gar keinen Vorwurf, Herr Zeuge. Je ne fais pas de reproche. Aber ich muss Ihnen einen Vorhalt machen aus Ihrer Vernehmung vor dem Untersuchungsrichter am 30.03.1962, Blatt 12.140. In dieser Vernehmung haben Sie gesagt, der Blockführer Baretzky ist bei diesen Selektionen als Aussuchender hervorgetreten. Le cours ne tient pas compte, vous, que vous ne pouvez pas vous souvenir, mais le tribunal doit faire référence à votre déclaration que vous avez faite, page 12140, le 30 mars 62, devant le juge d'instruction. Oui. Littéralement, le chef de bloc Baretzky, dans ses sélections, a agi comme celui-ci qui a sélectionné. Oui, c'est exact. C'est exact, mais... Er hat weiter gesagt. Encore, vous avez dit... Baretzky hatte einen Stock in der Hand und deutete auf die Personen, die auf die Seite treten mussten. Encore, vous avez dit à ce temps-là, Baretzky avait un bâton dans sa main et a indiqué sur ces personnes qui devaient placer à côté. J'ai dit que Baretzky avait un bâton. Ich habe gesagt, dass Baretzky einen Stock hatte. Et je le répète aussi. Und ich wiederhole es. Mais ce qui concerne que m'a demandé maintenant pour que je dise, pour que je précise si c'était Baretzky qui a indiqué avec le doigt, avec le bâton, ou si c'était la personne d'à côté qui a indiqué, c'est qu'on ne m'a pas demandé en ce moment-là que j'ai fait la déposition. Wenn ich aber jetzt genauer sagen soll, ob mit Finger oder Stock gedeutet hat, auf den heraustreten sollte, so bin ich damals nicht danach gefragt worden. Non, pas tout à fait exact. Je n'étais pas de... On ne m'a pas précisé. On ne m'a pas demandé la précision. Si c'était Baretzky même qui l'a fait sortir ou la deuxième personne qui était à côté. Man hat mich damals nicht gefragt, ob es Baretzky persönlich war, der die Andeutung, das Hindeuten gemacht hat, oder ob er ou la personne qui était avec lui. Oder die Person, die bei ihm war. Ou l'autre SS qu'il avait fait. Oder der andere SS-Angehörige. Herr Zeuge, es ist hier nicht die Frage, ob man Sie danach gefragt hat, sondern Sie haben es seinerzeit gesagt und ich will von Ihnen wissen, ob Sie das heute noch aufrecht halten können oder nicht. Monsieur le témoin, ce n'est pas la question. Si l'on vous a demandé en 62 sur cela, mais le fait est que vous l'avez dit comme ça, comme déjà lu, et si vous voulez le maintenir aujourd'hui comme ça. Je le maintiens, comme j'ai dit, je le maintiens. Ich erhalte das aufrecht, wie ich es gesagt habe. Je donne une précision, parce qu'on me demande... Vous donnez une précision. On me demande aber une ich précision. Gebe eine Klarstellung. On me demande de précision. Maintenant. Man verlangt von mir eine Klarstellung. Et je le donne. Und ich gebe sie. Das heißt also, Sie können es heute nicht mehr aufrecht halten.
Ça veut dire vous pouvez pas le maintenir aujourd'hui. Si, pourquoi? Doch, warum? Weil Sie gerade eben gesagt haben, ich kann mich nicht mehr mit Bestimmtheit darauf erinnern, dass Baretzky mit dem Finger oder mit dem Stock auf einen Häftling gedeutet hat. Parce que vous venez de dire, cet même instant, je ne peux plus souvenir si Baretzky ou par le doigt ou par le bâton a indiqué sur un prisonnier. Je l'ai vu passer avec l'autre, ils ont fait tout l'alignement de chez nous. Ils ont fait... Qu'est-ce que vous avez vu? Je l'ai vu. Ich habe es gesehen, weil... Passer tout l'alignement. On était wie aligné. Sie gegangen sind an unserer Gan... Aufstellung entlang. Et ils l'ont fait tous les deux, mais... Und sie haben es beide gemacht. Quand il est arrivé devant moi, pour que je puisse le dire à 100% que c'était lui qui m'a indiqué qu'à côté quelqu'un pourrait tirer, ou l'autre personne, je ne vais pas le dire. Ich kann aber nicht sagen, ob in dem Augenblick, als alle bei uns vorbeikamen, es gewesen ist oder eine andere Person. Oh, mais c'était lui qui était avec l'autre. War aber dabei. Ja. Nun, sagen Sie bitte, das war bei der einen Selektion. Und bei dieser Selektion, sagten Sie, seien Ihrer Erinnerung nach etwa 8 Menschen ausgesondert worden. Ça se réfère à une des deux sélections. Oui. Et selon que vous vous rappelez, ça serait à peut-être... Wie viel bitte nochmal? 8. À peu près 8 personnes qui ont été sélectionnées. Plus ou moins, oui. Mehr oder weniger, ja. Ja. Und bei der zweiten Selektion? Et quant à la également. Deuxième sélection? Également, une petite sélection. Es war auch eine kleine... Ja, Sie haben bei Ihrer Vernehmung ausgesagt, damals, ich schätze, dass aus unserem Block bei den beiden Selektionen jeweils 15 Mann ausgesucht wurden. Wollen Sie heute die Zahl beschränken? Ça peut bien être... Lorsque vous avez fait votre déposition à ce temps-là, vous avez déclaré, j'estime que de notre bloc, dans les deux sélections, chaque fois... 15 personnes ont été sélectionnées. Oui, est-ce que vous voulez corriger ce nombre? Je ne peux pas corriger. Ich kann's nicht, ça peut être richtig. Ça peut être si bien 8 que 15 ou 13. Ça, je, das kann genauso gut statt 8, 13, 15 oder 13 gewesen sein. Comme 8 aussi. Auch 8. Mais je ne l'ai pas compté. Aber ich habe es nicht gezählt. Parce qu'on ne les a pas même sortis, il me semble même on ne les a pas sortis. Attendez. On les a même pas sortis tout de suite. C'est man hat sie nicht gleich rausgeführt. On les a notés. On les a notés. Man hat sie aufgeschrieben. Je crois, me semble. Oui. Je crois. Ich glaube. Oui. Ich glaube, man hat sie aufgeschrieben und nicht gleich hinausgeführt. Oui. Stimmt das? Vous croyez qu'on les a pas fait sortir, mais on les a notés. Parce qu'il y avait les blocs. Comment ça s'appelle? Comment il s'appelle? Le bloc Elster, oui. Parce que le bloc Elster était avec. Comment? Le bloc? Le bloc Elster. Der Block Älteste. Oui. Il était avec. War dabei. Oui. Et me semble même ou une sur le deux, ou une fois sur le deux même, qu'on ne les a pas tout de suite retirés, on les a notés et on les a pris. Ils se devaient rester après quand nous on a rentré au bloc. Ah. Trop vite. Hein. C'est trop vite. Mais il me semble, là, je vais vous l'expliquer. Comment? Je vais vous expliquer doucement. Il me semble qu'une fois sur le deux, que... Es scheint mir das eine oder das andere mal. Une sur le deux. Une fois sur le deux, que on les a seulement notés. Man sie nur aufgeschrieben hat. Et on les a fait rester sur place après. Et man nous, hat sie auf dem Platz stehen lassen. Et nous, on les a fait rentrer tous au bloc. Mais ça, wir mussten alle in den Block zurück. Ça, c'est un détail que je n'ai même pas le dit. Ça, c'est un détail. Das war eine Einzelheit. Que je crois que je n'ai même pas déposé celle-là. Die ich vielleicht nicht aussagen sollte. Parce que je me suis pas préparé, ni pour l'autre, ni pour cette fois-ci. Ich habe mich weder damals noch auf heute vorbereitet. Je ne me suis pas préparé, ni pour l'autre fois, ni pour aujourd'hui. Je ne me suis pas préparé. Vous comprenez pas ce que je veux dire? Ja. Je ne me suis pas préparé. Ich habe mich weder damals noch heute vorbereitet. Non. Ich darf nur noch
dass der Satz anfing mit il me semble, es scheint mir. Und dann hat er das eben berichtet. Nun, ich ja dauernd kurz und klar sich auszudrücken. Das ist aus die Schwierigkeiten. Also ich versuche ja dauernd es zu haschen und dabei kann mir ein Wörtchen wie il me semble. Ich bin auch deswegen böse, ich meine, ja. Das nicht müsste verstehen. Nun, was geschah denn nun mit diesen Leuten, die ausgesucht waren? Sie gingen zunächst mit ihnen in den Block wieder zurück. Qu'est-ce qui s'est passé avec les gens sélectionnés? Ils vous ont accompagné au bloc? Non, non. Das hat er allerdings. Sie blieben stehen. Und sie gingen in den Block. Auf dem Platz. Und die anderen gingen in den Block zurück. Ja, das meinte er, der Zeuge. Ja. Der Zeuge meinte, dass es so gewesen sein könnte. Ja. Nun, veuillez éclaircir le point. Oui, je vais éclaircir le point. Sélectionné, était renvoyé avec vous dans le bloc, non. Ou était resté non. Sur place. Ce qui voulait vous interrompre, il voulait dire que j'ai, il me semble, il me semble consistait seulement à dire où on les a retirés tout de suite, où ils sont restés à côté là-bas, vous comprenez, où ils sont restés sur les places d'appel. Mais je ne voulais pas dire, il me semble, s'ils sont rentrés avec nous ou non. Je ne voulais pas dire, il me semble, là-dessus. Vous me comprenez ce que je veux dire? Jetzt wendet sich der Zeuge gegen den unterbrechenden Herrn und sagt, das, was er ausgesagt habe, sei nicht gewesen, was ihm geschienen habe, mais plutôt, vous voulez le constater, définitivement. Non. Il me semble que je voulais dire, simplement qu'il me semble qu'on les a marqués et ils sont restés après sur la place. Mais ils n'avaient aucun doute qu'ils ne sont pas rentrés avec nous au bloc. Ich will Folgendes klar machen. Wenn ich sagte, mir schien oder mir scheint, dann bezog sich das darauf, dass sie auf dem Platz geblieben sein müssen oder können. Aber es steht für ich habe erlebt, dass sie nicht in den Block zurückgekehrt sind. Das ist sicher und zweifelsfrei. Wissen Sie, was später mit den Leuten geschehen ist? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé avec les gens là plus tard? Au crématoire, ils sont allés. Comment? Ils sont allés au crématoire. Sie sind ins Krematorium. Wieso wissen Sie das? Comment savez-vous? Le bloc Elster, tout le monde le disait, on le savait. Der Block Elster und alle haben es gesagt. C'était pas une nouveauté. Das war keine Neuigkeit. Neuheit. Ja. Sie selbst also haben keine Anhaltspunkte, dass die Leute tatsächlich auch vergast und umgekommen sind. Vous-même, personnellement, n'avez pas des indications que ces gens-là ont été exécutés et sont morts. Qu'est-ce que vous, Monsieur le Président, veut dire par indication? Was wollen Sie unter Anhaltspunkten verstehen? Er hat doch eben gesagt, die Blockältesten und die übrigen Häftlinge haben mir erzählt. Vous venez de dire que le bloc Elster et les autres vous l'ont dit, tout le monde vous l'a dit. Pas le voir. Moi, ich konnte es ja nicht sehen. Sie konnten es nicht sehen. Außer diesen beiden Selektionen, bei denen ihrer bestimmten Kenntnis nach Baretzky zugegen war, haben Sie vorhin gesagt, hätten Sie auch Selektion auf der Rampe miterlebt. Wie war denn das? Sauf ces deux sélections dans lesquelles vous êtes firme que c'était Baretzky présent, vous avez aussi observé des sélections, vous venez de dire, sur la rampe. Comment c'était ça? Oui, là-bas, j'étais pas présent. Mais dort war ich nicht dabei. Mais je suis passé. Aber ich bin vorbeigekommen. Et je l'ai vu qu'il était parmi les autres. Und ich habe gesehen, dass unter den anderen war. Et parmi les autres, qu'ils ont réceptionné le transport de Litzmannstadt. Die Transporte aus Litzmannstadt abgewickelt haben, empfangen haben. Selektioniert. Und selektiert haben. Ja. Das haben Sie gesehen beim Vorbeigehen. C'est ce que vous avez vu en passant. Oui. Jawohl. Haben Sie auch gesehen, was Baretzky bei dieser Gelegenheit getan hat? Est-ce que vous avez vu ce que Baretzky lui-même a fait à cette occasion? Non, non. Nein. Mais, non, aber, sur la rampe, je n'ai pas vu d'autres, je le vis simplement avec les autres. Ich habe nichts anderes gesehen, nur ihn unter den anderen. Ihn unter den anderen.
Wissen Sie, was mit den Leuten geschehen ist, die dort auf der Rampe angekommen ist? Savez-vous ce qui s'est passé avec ces gens-là qui sont arrivés sur à la rampe? Oui. Ja. Was ist geschehen mit ihnen? Wie das ils étaient triés. Ils étaient triés de deux côtés, séparés. Qu'est-ce que ça veut dire triés? Sélectionnés. Séparés de deux côtés. Séparés. Sie wurden auf zwei Seiten verteilt. Femmes, getrennt. La majorité de femmes et enfants. Die Mehrzahl der Frauen und die Kinder. Et personnes âgées. La majorité des enfants ou les enfants. Majorité de femmes. Majorité de femmes et tous les enfants. Die Mehrzahl der Frauen und die Kinder. Und alle Kinder. Alle Kinder. Et les hommes âgés. Und die die bejahrten Männer. D'un côté. Auf einer Seite. Et les gens de moyenne, d'un âge entre 20 et 35 ans. Und die Leute mittleren Alters, sagen wir 20 oui. bis 35 Jahre, d'un autre côté. Auf die andere Seite. Wer hat das eingeteilt? Qui a fait cette distinction? Ça, je pouvais pas voir exactement qui. Das konnte ich nicht genau sehen, wer das gemacht hat. Mais simplement, je peux le dire, que j'ai Aber ich kann einfach sagen, que Baretsky était là-bas, Baretsky war dort, comme d'autres, wie andere. Mais les autres, leurs noms m'étaient inconnus. Aber die Namen der anderen waren mir unbekannt. Woher kannten Sie denn Baretsky, dass Sie seinen connu, Namen und seine Person kannten? Du avez-vous connu Baretsky et son nom et sa personne? Oui, ça c'était grâce à lui-même. Das habe ich ihm zu verdanken. Pas moi, non. C'était grâce à lui-même. Das kam durch ihn. Il a fait beaucoup d'affaires avec le Bloc Elster. Avec le Bloc Elster et avec le Stubendienst, il a fait mit des affaires. Mit dem Bloc Ältesten und dem Stubendienst hat viele Affären, ich weiß noch nicht, Geschäfte gehabt. Ja. Was waren das für Geschäfte? Geldaffären. L'or, de toutes ces choses-là. Um Gold und all diese Dinge. Bitte? Um Gold und all diese Dinge. Les choses qu'ils ont ramassées sur nous. Das, was man uns weggenommen hatte. Ce qu'ils étaient organisés. Ce qu'ils étaient organisés, par exemple, par les gens là-bas qui ont travaillé sur la rampe, le Canada de l'autre. Das organisiert worden war von den Leuten, die auf der Rampe und im Kanada gearbeitet hatten. Wieso haben Sie ihn bei dieser Gelegenheit kennengelernt? Ich nehme doch nicht an, dass er mit Ihnen persönlich Geschäfte gemacht hat, oder? Comment ça se fait-il que à cette occasion vous l'avez connu, Monsieur le Président n'assume pas que vous avez fait personnellement des affaires avec lui? Non, j'ai pas fait d'affaires. Ich habe mit ihm keine Geschäfte gemacht. Mais déjà avant mon arrivée. Schon vor meiner Ankunft. Il s'est déjà fait un nom. Hat er sich bereits einen Namen gemacht? Qui était connu pour qu'il a fait les affaires avec les autres, c'est pour ça. Und war bekannt für die Geschäfte mit den anderen. Et pour ça, quand on était à l'appel, Und wenn wir auf dem Appell waren, on attendait toujours une demi-heure avant ou une heure avant qu'il cesse vient de prendre l'appel. Es dauerte immer dann eine halbe oder ganze Stunde, bis die SS kam, den Appell abzunehmen. Eh bien, on nous a dit aujourd'hui, ce sera Baretsky. Und dann hieß es, heute ist es Baretsky. On m'a également dit des fois, peut-être un autre nom que je n'ai pas enregistré. Man hat mir auch andere Namen genannt. Qui on l'a pas enregistré. Die ich mir nicht gemerkt habe. Mais lui spécialement, lui, son nom est resté spécialement gravé. Aber sein Name ist mir im Gedächtnis haften geblieben. Parce qu'il a parlé le Yiddish. Denn er hat Jiddisch gesprochen. Il a même dit qu'il vient de Litzmannstadt même. Und es hat geheißen, er käme selbst aus Litzmannstadt. Volksdeutsche. Er sei Volksdeutscher. C'est ça qu'on m'a dit à moi. Das hat man mir gesagt. Der Stubendienst. Ceux qui étaient d'avant, qu'ils connaissaient. Die vorher schon da waren und mir Bescheid wussten. Ceux qui étaient déjà une année ou deux ans avant moi. Die schon ein oder zwei Jahre vor mir da waren. Haben Sie auch einmal gesehen, dass Baretsky Leute irgendwohin begleitet hat, dass er mit einem Kommando oder mit einem Trupp von Menschen irgendwohin gegangen ist? Est-ce que vous avez observé par hasard un jour Baretsky quitter le camp et accompagner ou un commando ou un groupe
de Jean. Mais je vais préciser. Il s'est rendu ailleurs. Je vais répondre tout de suite là-dessus, mais je vais d'abord préciser quelque chose pour avant, s'il vous plaît. Ich will darauf sofort antworten, möchte aber etwas genaueres noch zu der voraufgegangenen Frage sagen. Bitte schön. Je l'ai vu, et si je dis qu'il a fait les affaires, tout à l'heure, j'ai dit qu'il a fait les affaires. Ich habe gerade gesagt, dass er Geschäfte gemacht hat. Parce que je l'ai vu rentrer chez les Block Elster. Ich habe ihn hereinkommen sehen zum Block Ältesten. Parce que le Block Elster habitait tout seul à part. Der Block Älteste hatte seine eigene Quand on rentre au Block, Kammer, seine eigene pour lui. Nous, on était tous ensemble. Et lui, il était à part. Wir lebten alle zusammen. Et le Block Elster, je l'ai vu rentrer personnellement chez lui là-bas. Ich habe Baretzky persönlich zum Blockältesten gehen sehen. C'est pour ça, et on m'avait dit qu'il fait des affaires. C'est pour ça, c'était Und da hat man mir gesagt, dass er diese Geschäfte betriebe. Ja. Nun, die Encore l'autre question, quand vous avez oui, ça, je l'ai vu quand j'ai travaillé. Ich habe ihn solche. Je l'avais vu quand j'ai travaillé dans les ravins. On a fait des ravins, on a travaillé sur la route. Sur la route, ça devait être là-bas. Vous voulez que je l'indique à peu près? Der Zeuge will es anzeigen. Wollen Sie bitte ins Mikrofon sprechen? Sie können das Mikrofon nach unten nehmen, ja? Dankeschön. Répétez. Il avait des ravins entre chaque bloc. Zwischen jedem Block, des fossés, ravins, des fossés, waren Gräben, d'un mètre de profondeur, comme ça. Vielleicht einen Meter tief. Comme ça. Et moi, j'ai travaillé, voilà, ça, ça devait être un crématoire, ça, c'est un crématoire. Après Diese moi. Beiden Punkte, die der Zeuge zeigt, sagt er, müssten Krematorien gewesen sein. Oui, ça, c'était en montant là, ça, ça. Il avait encore, mais les autres devaient être par ici. Es gab noch mehr, aber die meint der Zeuge seien in der Gegend, die er jetzt anzeigt, gewesen. Moi, j'ai travaillé, par le ravin par ici, là. Ich habe am Graben da gearbeitet, wo ich jetzt zeige. Nicht genau, vielleicht da oder eigentlich mehr hier. Parce que c'était avant, c'était devant, devant l'entrée d'un crématoire. Es war vor dem Eingang eines Krematoriums unter den anderen. Man konnte nichts sehen, was da drin vorging. Das Gitter war bedeckt. Wo ging was vor? Der Zeuge hat zunächst gesagt, er hat dort gearbeitet, in der Nähe des Lagers Kanada. Soll er uns doch mal zeigen, wo nach seiner Meinung Kanada D'abord, war? Vous avez dit que c'était à la proximité du camp Canada que vous avez travaillé. Monsieur le Président vous demande d'indiquer le lieu. Je crois que c'était par là. Ich glaube, das war hier. C'était par là. Vorhin hat er gerade die linke Seite gezeigt. Jetzt zeigt er die rechte D'abord, Seite. D'abord, vous êtes occupé du côté gauche. Oui. Maintenant, vous indiquez le côté droit. J'ai dit, j'ai travaillé par là. Mais c'était plutôt ici, parce qu'il venait ich habe gesagt, ich sollte dort arbeiten, aber ich habe wohl eher dort rechts gearbeitet. Rechts gearbeitet. Und plutôt wo war das Lager plutôt. Kanada? Je crois que c'est celle-là. Je crois que c'est celle-là, ça devait être. Nach meiner Erinnerung könnte das, ich glaube, das ist Kanada. Das ist das Lager Kanada gewesen. Und haben außer den beiden Krematorien, die er uns vorhin gezeigt hat, noch andere Krematorien gestanden? Sauf les deux crématoires que vous venez d'indiquer. Oui. Ils étaient d'autres crématoires si. Qui existaient? Si, si. Là. Jawohl. Ça devait être ces deux-là. Diese beiden, beiden vielleicht. Parce que, et moi, quand je vais rentrer, et moi, quand je vais rentrer le transport de Lützmannstadt... Arrivé. Non, rentrer au crématoire... Ah oui, continuez. Ils étaient dans ces crématoires, là ou celle-là, pas ici. Die Transporte, die ich aus Lützmannstadt dann habe, weiter marschieren sehen, die gingen nach den beiden Krematorien rechts, die ich eben angezeigt habe. Nicht also, die beiden, zu den beiden links. Der Zeuge will anscheinend sagen, als er dort gearbeitet hat, kamen auf der Rampe Transporte an. Stimmt das? Est-ce que vous voulez dire, lorsque j'ai travaillé là-haut, ils arrivaient des transports sur la rampe? Sur la rampe arrivaient tous les jours et même deux transports par jour. Auf der Rampe kamen täglich Transporte an und zwar zweimal. Surtout en auguste et septembre.
Surtout, besonders im August und September. Wie lang hat er denn dort gearbeitet an dieser Stelle? Einige Tage oder Wochen? À ce lieu-là, des journées ou des semaines? Voilà, si j'ai dit qu'il avait des transports tous les jours, parce que j'ai travaillé ici d'abord. Wenn ich die Bekundung gemacht habe, dass täglich Transporte kamen, dann, weil ich hier unten gearbeitet habe. Bei den Kapos Wolf und Seppel. Womit waren Sie da beschäftigt? Qu'est-ce qu'on vous a fait faire? Auch wieder an dem Weg, Wegarbeiten. Mit Wegarbeiten. Und was hat er da oben beobachtet, wie er da oben gearbeitet hat? Lorsque vous étiez là-haut, qu'est-ce que vous avez observé? Ici, j'ai travaillé quelques jours seulement. Dort habe ich nur einige Tage gearbeitet. Und was hat er gesehen? Tout le temps, j'ai travaillé ici. Die übrige Zeit habe ich nur hier unten gearbeitet. Ici, je vais passer un transport. Hier habe ich einen Transport vorbeikommen sehen, qu'ils ont rentré là-dedans. Die hier hineingegangen sind. Das war nicht so, das war ganz zugemacht. Man hat nichts gesehen. Außer den Schornsteinen und dem Rauch. Und den, was für einen Raum? Rauch. Rauch, so. Nun, man hat dort Leute hineingeführt. Man hat introduit des gens. Wer hat sie denn hineingeführt? Qui les a conduits? SS. Wissen Sie noch einen Mann, der dabei gewesen ist? Est-ce que vous pouvez vous rappeler d'un homme qui était présent? Une fois j'ai remarqué Baretsky. Einmal habe ich ein einziges Mal Baretsky gesehen. Als ich hier oben war. Was hat er getan? Qu'est-ce qu'il a fait? Er hat begleitet. Er hat begleitet und ist er mit in die Krematorien hineingegangen? Est-ce qu'il a entré la grillade? Er ist durch das Gitter gegangen. Durch das Gitter durchgegangen. Mit diesem Zug? Avec ces gens-là. Ce transport. Mit diesem, jawohl. Und wo kamen die Leute her? D'où sont ces gens-là venus? Aus Lissmannstadt. Wieso wissen Sie das? Comment savez-vous? Wieso wissen Sie, dass die Leute aus Lissmannstadt kamen? Parce que comment est-ce que vous savez que c'était des gens venant de Lissmannstadt? Premièrement, quand on a travaillé en bas, et nous sommes arrivés, quand les transports sont arrivés vers 10 heures. Zunächst einmal, wie wir dort unten gearbeitet. Pas une fois, plusieurs fois. Plusieurs fois. Ja, d'abord, zunächst. Nee. Zunächst, als wir dort unten gearbeitet haben, sind wir angekommen und da kamen die Transporte an. Et on arrivait par les petites fenêtres. Comment? Par les petites fenêtres de wagon. Durch die kleinen Fenster in den Waggons. Ils nous ont crié. Haben sie uns zugerufen? Ils nous ont crié et nous disant qu'il vient de Lodz. Wir kommen aus Lodz. Ça, c'était en bas. Et comme, das war dort unten. Et comme c'était tous les jours, und das war alle Tage. Tous les jours le même, und jeden Tag dasselbe. Le même transport. Plusieurs fois qu'ils nous ont dit. Plusieurs fois qu'ils nous ont dit. Dans un seul transport. Plusieurs transports. Par plusieurs transports. In mehreren Transporten haben sie uns das kundgetan. On savait que tous ces transports viennent de là-bas. On savait que tous ces transports viennent de là-bas. Daher wussten wir, dass die Transporte dorthin kamen. Même une fois, c'était même le président qui était là-bas de Lodz, de Lissmannstadt, Rimkowski. Einmal war dabei selbst der Präsident von Lodz, Rimkowski. Qui était très connu. Der war sehr bekannt. Qui on l'avait également amené au crématoire. Den man auch ins Krematorium geführt hat. Et ça, ça faisait beaucoup de bruit au camp. Das hat im Lager sehr viel Aufsehen erregt. Sehr viel. Le Canada, tout le reste, ils ont parlé. Le Canada a raconté aux amis, et comme ça, le bruit. Die Leute aus Kanada haben das den Freunden erzählt und das hat viel Aufsehen erregt. Darüber ist viel gesprochen worden. Sie wissen, dass der Angeklagte Baretsky sich dahin verteidigt, dass er sagt, er habe die Leute nicht
in das Krematorium geführt, sondern er habe sie nach dem Lagerabschnitt Kanada geführt. Vous savez que l'accusé Baretsky se défend en indiquant que ce n'est pas au crématoire qu'il a conduit ces gens-là, mais plutôt au camp Canada. Au Canada, on n'a pas amené les gens qui venaient de Litzmannstadt. Man hat die Leute nicht geführt nach Kanada, die aus Litzmannstadt kamen. Où ils allaient au crématoire et le reste c'est des transports. Une partie qui allait au crématoire. Ein Teil von ihnen ging ins Krematorium. Et le reste partait pour les transports en Allemagne dans d'autres camps. Oder der Rest, und der Rest ist auf andere Lager nach Deutschland gekommen. Le Canada, c'était les gens choisis d'avant, qu'ils ont travaillé, qu'ils étaient les sélectionnés d'avant. Im Kanada arbeiteten Leute, die vorher schon ausgewählt worden waren. Sie haben also mit Sicherheit gesehen, dass Baretsky diese Leute in das Krematorium geführt hat. Par conclusion, le président dit. Vous avez avec certainement vous avez vu que Baretsky a conduit des gens au crématoire. Dans la cour de la crématoire. In den Krematoriumshof. Ja. Sie wissen auch, dass Baretsky bestreitet, irgendwann an einer Selektion im Lager teilgenommen zu haben. Er behauptet auch, er habe nie einen Stock gehabt. Aussi, vous savez que Baretsky se défend en niant d'avoir participé à jamais dans une sélection et de n'avoir et qu'il allègue aussi de n'avoir jamais eu un bâton. À moi, ça m'étonne pas. À moi, das erstaunt mich nicht. Überrascht mich nicht. Parce que personne des accusés, je n'ai pas encore entendu avouer le moindre chose qu'il a fait. Denn niemand, soweit ich gehört habe, von den Angeklagten gibt die geringste Kleinigkeit zu, die er gemacht haben könnte. Après eux, c'était dirigé nach ihnen. Après les accusés, wie Sie sagen, c'était dirigé par Dieu. Wurde das von Gott geleitet? Tout seul ça marchait. Das ist ganz von allein gegangen. Et eux, ils ont seulement surveillé pour ne faire de rien. Sie haben nur überwacht, um nichts zu tun. Haben Sie schon einmal von dem Untersuchungsrichter vorgehalten bekommen, dass der Angeklagte Baretsky das alles bestreitet? Est-ce que Monsieur le Juge vous a déjà raconté que l'accusé Baretsky nie tout ça? Oui. Jawohl. Ist es richtig, dass Sie damals wörtlich gesagt haben, Vorhalt aus Platz 12.143. Est-ce que correct que ce temps-là, ce que je vous lis maintenant littéralement du page 12.143? Ich verbleibe bei meiner Darstellung. Que vous avez répondu, je reste à ce que j'ai dit. Baretsky hat in D-Lager zweimal selektiert. Baretsky a fait des élections deux fois dans le camp D. Ich weiß mit absoluter Sicherheit. Avec une certainté absolue, je sais. Ein Irrtum ist nicht möglich. Je suis absolument certain. Oui. Il n'y a pas d'erreur. Non. De possibilité d'erreur. Non, il était. Er war es. Aber Sie sagen heute, Sie haben nicht gesehen, dass er persönlich die Leute bestimmt hat, die ausgesondert werden sollten. Mais aujourd'hui, vous dites que vous n'avez pas vu personnellement que c'était lui, personnellement aussi, qui a déterminé les gens qui devaient être sélectionnés. Est-ce qu'on peut voir quand on est dans un alignement comme ça? Kann man in einer solchen Aufstellung sehen? Et quand on cherche surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, pour présenter une mine, pour ne pas être tiré. Und wenn man sich so klein und so, wenn man
quand on cherche surtout d'avoir bon présenté. Und wenn man sich so gut herausstreicht wie möglich in der im Erscheinen, damit man nicht ausgewählt wird. J'aurais dû plutôt regarder dans les yeux de Baretsky qu'il me retire. J'aurais dû plutôt regarder dans les yeux de Baretsky. Si j'avais regardé bien dans les yeux, j'aurais bien pu l'affirmer à 100% qu'on me demandait. Je veux dire, à la place de regarder dans les yeux de Baretsky. Herr Zeuge, ich mache Ihnen keinen Vorwurf, dass Sie es nicht gesehen haben. Le président ne vous reproche rien, surtout de n'avoir vu quelque chose. Aber was Sie nicht gesehen haben, können Sie ja dann auch nicht sagen. Und Sie haben doch nun einmal vor dem Untersuchungsrichter gesagt, Baretsky hatte einen Stock in der Hand und deutete auf die Personen, die auf die Seite treten mussten. Das haben Sie damals gesagt. Wenn Sie es nicht gesehen haben, konnten Sie es doch auch nicht sagen. Mais tandis que vous, naturellement, n'aurez pas de reproches de la part du tribunal, vous avez indiqué autrement. Baretsky avait un bâton et a indiqué les gens qui devaient être sélectionnés. Oui. Maintenant, si vous ne l'avez pas vu, vous ne pourriez pas. Je lui dis qu'il avait un bâton. Il a indiqué pour les gens qu'il avait. Gesagt, qu'il avait un bâton. Dass er einen Stock hatte. Et qu'il a sélectionné. Und dass er sélectionniert mais je n'ai pas dit qu'il était tout seul. Aber ich habe nicht gesagt, dass er allein war. Ich habe keine Fragen mehr, mein Zeugen. Hat die Staatsanwaltschaft, bitte schön. Encore deux points. Chose, ich möchte noch etwas hinzufügen. Bitte schön, ja. Le transport où j'ai remarqué Baretsky, surtout pour quand il allait là-bas, il m'a surtout marqué. Ich habe diesen, aus einem bestimmten Grunde, diesen Transport, der von Baretsky begleitet wurde, in Erinnerung. Ich habe ihn besonders aufgefallen. Deux choses qui m'ont frappé à ce moment-là. Und zwar haben mich zwei Dinge überrascht, que je n'arrive jamais à oublier. Die werde ich nie vergessen können. Un paquet qui a laissé tomber, on les a laissé amener le petit colis. Les personnes qui allaient là-bas, on les a laissé juste des petits colis, des petits paquets. Qu'est-ce qui s'est passé avec les... Un paquet. Chacun avait un petit colis. Jeder, der ankam, hatte ein Päckchen in der Hand. Et il avait un qui a laissé tomber. Und einer hat ein Päckchen fallen lassen. Et c'était quelqu'un de derrière, quelqu'un, une personne qui était derrière. Und einer hinter ihm. Qu'il avait pris, il a porté deux paquets. Und hat es aufgehoben und infolgedessen zwei Päckchen in der Hand gehabt. Et je me suis dit, s'ils savaient où ils vont. Und ich habe mir gedacht, wenn sie wüssten, wo sie hingingen, ils l'auraient certainement pas fait. Dann hätte er es bestimmt nicht gemacht. Ça, c'est une seule chose. Das ist eins, was ich ein Erlebnis, was ich damals hatte bei der Beobachtung des. La deuxième chose. Das zweite. Quelqu'un qui ne pouvait plus continuer. Es war jemand, der konnte nicht mehr weiter. Parce que c'était un bout de chemin qu'ils allaient de là jusqu'à là-bas. C'était quoi? Un grand bout de chemin, c'était loin. Es war ein ziemliches Wegende, das zu bewältigen war. Et c'était quelqu'un âgé. Es war jemand Älteres. Qui ne pouvait pas continuer. Der konnte nicht mehr weiter. On l'avait fait prendre par quelqu'un du Canada ou qui était avec quelqu'un. Es war einer von Kanada oder sonst jemand, der noch dabei war. Der hat ihn nehmen müssen? Non, on l'avait fait prendre sur les épaules comme un sac de pommes de terre. Wie einen Kartoffelsack über die Schultern geworfen. C'est un SS qui l'avait dit, qu'il avait pris sur les épaules. Ils sont rentrés dans le crématoire là-bas comme un sac de pommes de terre. C'était un SS qui l'a ordonné? Oui, c'était à côté, oui. Das war ein SS-Mann, der das angeordnet hat. Waren Sie auch einmal bei einer öffentlichen Hinrichtung zugegen? Est-ce qu'une fois vous étiez présent à une exécution publique? Si. Ja. C'était déjà à la fin de notre... Avant qu'on nous a... avant qu'on m'a renvoyé de Birkenau. Das war gegen Ende meines Aufenthalts, das war schon kurz vor... das war schon vor... ich nach Birkenau verlegt wurde. C'était, on a pendu quelqu'un. Hein? On a pendu. Man hat jemanden aufgehängt. Und wie ging das vor sich? Vous pourriez préciser? Oui, mais tout cela, sur cette histoire, d'ailleurs, je crois que je l'avais dit chez le juge d'instruction. Ich glaube, das habe ich dem Untersuchungsrichter berichtet. Il y a une voile là-dessus. Darüber habe ich einen Schleier. Einen... Mais j'étais, je ne pouvais pas regarder. Ich konnte nicht hinschauen. J'étais derrière. Ich war hinten. On m'a
simplement dit que Baretsky, man hat mir nur gesagt, dass Baretsky, la personne qui était soi-disant tombée qu'on l'a pendue, où il se laissait pas, où la personne est tombée, où la personne a résisté. Entweder ist der gehängt werden sollte gefallen oder hat Widerstand geleistet. On l'avait pris dans une pièce à côté. Ça c'était à la Man ronde. Hat ihn in einen Raum nebenbei genommen, nebenan genommen. Pas loin de la cuisine, il me semble. Es war nicht weit, soweit ich mich mir scheint, von der Küche. En face ou d'un côté, c'était. Entweder gegenüber oder daneben. On m'a dit que Baretsky l'avait mis, comment qu'on appelle, le couteau qu'il portait à côté. Man hat mir gesagt, dass Baretsky mit seinem Seitengewehr? Mit einem Messer. Qu'il l'avait fait saigner ici. Dass er ihn hat aufgeschlitzt zum Bluten. Mais je voulais pas regarder. Tout le Zeuge deutet an den Hals. Je ne voulais pas le regarder. Aber ich wollte nicht hinsehen. C'est les personnes qui étaient avant qui m'ont dit ça. Die Leute, die vorher da waren, haben mir das gesagt. C'est tout ce que je sais là-dessus. Das ist alles, was ich darüber weiß. Wurde der Mann nachher aufgehängt? Est-ce que ce monsieur, ce Tom a été pendu plus je crois. Ich glaube ja. Et je crois même c'était le nom Tadek ou. Er könnte Tadek geheißen haben. Je ne suis pas sûr. C'est pas sûr en tout cas. Je ne sais pas dire parce que je crois que c'était. Ich bin nicht sicher darüber. Je crois que c'était quelqu'un qui voulait. S'échapper du camp, je ne sais pas. Ich glaube, es war jemand, der einen Fluchtversuch unternommen hatte. Also Sie selbst haben das nicht gesehen, sondern haben sich das erzählen lassen. Vous ne l'avez pas vu personnellement. J'étais présent. Doch, da war ich dabei. Tout le monde devait être dehors. Wir mussten ja alle draußen sein. Mais ici, c'était difficile à voir parce que tout le camp. Es war nur schwierig zu sehen. Parce que tout le camp était. Der Zeuge hat gesagt, ich habe eine Art Schleier vor dem Gesicht und ich habe auch sehr weit hinten gestanden und konnte ihn folgendes die Einzelheiten nicht selbst sehen. Man hat mir aber erzählt, stimmt das? Par conclusion, en vertu de votre voile, vous avez devant les yeux, vous étiez en arrière, oui, et il y avait trop de monde, vous ne pouviez pas regarder exactement. Je ne voulais pas regarder. C'est la plupart, c'est de, ce qu'on vous a raconté. Oui. Ja, raconté sur place, pas après. Aber sofort. Raconter sur place. Das hat mir so viel sofort auf dem Platz zugerufen. Ich darf nur noch ergänzen, damit kein Missverständnis entsteht. Der Zeuge hat auch noch gesagt, ich wollte es nicht sehen. Je ne voulais pas. No. Ja. Ja. Herr Staatsanwalt. Herr Zeuge, Sie haben vorhin erzählt, dass Baretsky einmal eine Gruppe von Menschen, die auf der Rampe selektiert worden waren, in eine Gaskammer gebracht habe. Monsieur le procureur vous demande que une fois dans votre déposition vous avez mentionné d'avoir vu Baretsky accompagner un groupe d'hommes qui étaient arrivés, oui. De gens qui étaient arrivés à la rampe au crématoire. Oui. Können Sie sich noch erinnern, wie groß diese Gruppe war und wie viele Menschen es sich dabei gehandelt hat? Vous pouvez-vous rappeler qu'elle était en nombre ce groupe-là, combien de gens y étaient Le groupe dedans? Était à peu près identique tous les jours. Die Gruppen waren eigentlich jeden Tag dieselben in ihrer Stärke. 200 personnes à peu près. 200. 200 à 300 personnes. 200 bis 300 personnes. Und so auch in diesem Fall. Est-ce que vous voulez dire que c'était ça, là, ce même jour, lorsque vous les avez vus? C'est par 5, 10, 5, 50, 100... 200 Personen, je crois. 200 Personen, glaube ich. Dankeschön. Herr Ismail Rahman. Keine Frage, danke sehr. Dankeschön. Herr Ismail, question de la part de la partie civile. Herr Zeuge, Sie haben am 6. Juli 1960 6.7.1960 einen Brief an das Komitee International d'Auschwitz gesandt. Le 6 juillet 60, vous avez envoyé une lettre au Comité international d'Auschwitz. Das ist Blatt 6374. Dans le dossier 6317. Darf ich Sie vielleicht bitten, diesen, das in Französisch geschrieben, das vielleicht vorzulesen? Cette lettre a été rédigée en français. Si, si, j'ai écrit. Ist ein Absatz, ich habe es angestrichen, und den Zeugen dazu befragen, ob er auch da bei heute noch bleibt. Was er dort gesagt hat in Französisch. Nur der Absatz soll vorgelesen werden. Welcher Absatz ist das? Vorhalt,
1, 2, 3, 4, 5. In, ja, vielleicht fangen Sie noch mal an, ob es stimmt. Wie fängt das noch an, der Satz? Varetsky était le seul. Ja. Ja. Diesen Absatz möchte ich dem Zeugen vorhalten und ihn dann befragen, ob er zu dem Inhalt dessen, was er dort gesagt hat, heute noch bleibt. Das hat er aber heute auch gesagt, Herr Richter. Ja, in Klammer steht da noch, aber nicht so, wie Sie meinen, und zwar der Herr Langbein, dass der Angeklagte aus Rumänien sein soll. Das steht dann noch in Klammer, in Parenthese. Wie Sie es sagten, richtig. Das hat er heute Abend nicht hier gesagt. Das wollte ich ergänzend noch hinzugefügt haben. Bitte sehr. Und Herr, nun lesen Sie ihm bitte den Satz. Dans cette lettre, il y a une alinéa que je vous lis. Oui. Varetsky était le seul que j'ai retenu car il était connu pour parler le yiddish. Oui. Et nous le prenions pour un Volksdeutsch. En parenthèse, pas de roumanie comme vous le dites. Parenthèse. Oui. Ce que j'ai dit à tout à l'heure. Je pense quand même qu'il s'agit de la même personne. Oui. Ja. Mais oui. Soll das ins also Deutsche erst noch übertragen werden? Ist nicht nötig. Mais je le dis also Sie können es tun, Herr Dolmetscher, warum nicht? Varetsky war der Einzige, den ich in Erinnerung behalten habe, denn er war bekannt, weil er Jiddisch sprach. Wir hielten ihn für einen Volksdeutschen aus Lodz, nicht aus Rumänien, in Klammern, wie Sie meinen. Ich denke dennoch, dass es sich um dieselbe Person handelt. Parce que je vais préciser. Ich will das klarstellen. Je lis, si je suis témoin contre Varetsky, je vis dans un journal. Weil ich, warum ich so gegen Varetsky bin, ich habe in einer Zeitung gelesen, qu'on cherche des témoins, dass man Zeugen sucht. Pour différents noms. Wegen verschiedener Namen. Et le nom de Varetsky qui m'a frappé tout de suite. Und mir ist sofort der Name Varetsky aufgefallen. Et j'ai écrit aussitôt. Darauf habe ich sofort geschrieben. Eh ben, on m'a dit que c'est Varetsky. Et on m'a dit que comme à Varetsky était de Roumanie. Und man hat mir gesagt, on m'a dit Varetsky qu'il était de Roumanie, parce qu'il était marqué dans le journal Varetsky qui est né en Roumanie. Und zwar hatte das so in der Zeitung schon gestanden, Varetsky stamme aus Rumänien. Eh ben, moi, n'empêche que j'ai dit mon avis, ce que j'ai entendu dans le camp. Und da habe ich das besonders hervorgehoben mit dans la lettre. Comme m'a dit, je donne la lettre, je le répète, qu'un mois, dans le camp, on m'a dit qu'il est de Litzmannstadt. Mir ist im Lager gesagt worden, er stamme aus Litzmannstadt. Danke, ich habe keine Frage. Je n'ai pas regardé ces papiers. Plus de questions de la part du défenseur. Dann habe ich noch eine Frage. Sie waren ja dem Angeklagten Varetsky schon beim Untersuchungsrichter gegenübergestellt worden. On vous a déjà confronté auprès, monsieur le juge d'instruction, à l'accusé. Oui, oui, oui. War das derselbe Mann, den Sie als Varetsky gemeint hatten und den Sie als Varetsky beschuldigt haben? C'était le même homme que vous aviez indiqué et que vous aviez accusé comme Varetsky? Je le reconnais parmi son photo. On m'a fait voir son reconnu. Photo. On m'a fait voir son photo. Nach seinem Lichtbild. On m'a fait voir des photos. Man hat mir Lichtbilder vorgelegt. Qui étaient faits 18 ans après. Die 18 Jahre vorher gemacht waren. Et pas dans l'uniforme. Und nicht in der Uniform. Et je le reconnais. Und ich habe ihn erkannt. Und auch bei der persönlichen Gegenüberstellung. Et dans la confrontation personnelle. Gut, danke. Ja, natürlich. Herr Zeuge. D'autres questions d'un défenseur. Herr Zeuge, Sie sagten eben, Sie hätten in der Zeitung gelesen, dass man Zeugen sucht. Vous venez de constater que dans le journal, vous aviez vu qu'on cherche des témoins. In welcher Zeitung? Quel journal? Un journal en France. Eine Zeitung in Frankreich. Wann haben Sie das gelesen? Quand? C'était avant que j'ai écrit. Bevor ich schrieb. Bevor Sie schrieben. Und wer suchte Zeugen? Qui a cherché des témoins? Qui était-ce? Qui a cherché? C'était pas marqué. Mais das war nicht angegeben. Mais j'ai téléphoné. Ich habe dann telefoniert. À la rédaction. An die Schriftleitung. Et on m'a dit d'écrire à Yad Vashem. Ah, Yad Vashem. Yad Vashem, c'est une organisation. Man hat mir dann gesagt, an Yad Vashem zu schreiben. An wen? An? Yad Vashem. Ich denke, das ist Hebräisch. Ja, Hebräisch. Er hat geschrieben an das Komitee International d'Auschwitz. Monsieur Hermann Langbein. Oui, mais j'ai écrit d'abord là-bas. Ich habe erst an Yad Vashem geschrieben. J'ai écrit d'abord là-bas, à Jérusalem. Nach Jerusalem. Können Sie sich noch des Inhalts dieser Anzeige in der Zeitung erinnern?
Vous rappelez du contenu de cette... Si, c'était très court. Das war ganz kurz. Und was stand da drin? On cherche, qu'est-ce qu'il y avait dedans? On cherche les personnes... Gesucht werden die Personen... Qui connaissent... Die peuvent témoigner, qui connaissent telle personne... Über folgende Personen Zeugnis ablegen können. S'ils ont le témoignage. Ja. Wie viele Namen waren da etwa angegeben? Combien de noms y étaient? Moi, les autres noms m'intéressaient pas. Ah, si. Die anderen Namen haben mich nicht interessiert, aber... Il avait un nom de Stibitz. Stibitz. Stibitz, que j'ai connu, qui était, devait être un chef de camp à Auschwitz ou à Birkenau. Den kannte ich und er musste gewesen non. sein. Qui devait être... Und er sollte gewesen sein mais moi, je l'ai pas connu d'Auschwitz. Als Lagerleiter in Auschwitz oder Birkenau. Ich habe ihn aber in Auschwitz nicht kennengelernt. Mais je l'ai connu à Ohrdruf. Ich habe ihn aber von Ohrdruf gekannt. Et comme j'ai vu le nom de Stibitz, da ich aber den Namen Stibitz nun kannte, je l'ai écrit également, quand j'ai écrit pour Baretzky, j'ai écrit pour Stibitz. Pour Stibitz, on m'a répondu que Stibitz... Il n'est pas là. Darauf habe ich die Antwort erhalten, es sei nicht da. Mais Stibitz, qui était dans le journal, c'était sa femme. Es handelte sich dann um die Frau Stibitz nach der Zeitung. Nun, das interessiert mich nicht weiter. Welche Zeitung war das, in der diese Annonce stand? Quel était le journal où c'était cette communication? Quel journal? Je ne me rappelle pas exactement quel journal. Ich kann mich nicht genau parce que je lis deux, trois journaux. Ich habe zwei, drei Zeitungen gelesen. Mais je ne me rappelle pas exactement. Aber erinnere mich nicht genau. Ich habe eine kurze Frage. Bitte schön. Wo haben Sie den Stibitz kennengelernt? Wo haben Sie connu Stibitz? À Ohrdruf. In Ohrdruf. Bis wann waren Sie in Ohrdruf? Jusqu'à quand vous étiez à Ohrdruf? Bis fin mars... Oui, 25 mars. Ende März, 25. März. 1945. In 45. Und wann sind Sie dorthin gekommen? Et quand êtes-vous arrivé? Après être sorti de fin octobre, qu'on nous a amené à Oranienburg. Ende Oktober waren wir nach Oranienburg gekommen. Ou début novembre. Oder Anfang November. On est resté. Welchen Jahres? 44. Quelle année? 44. Danke. Wer war damals in Ohrdruf Lagerkommandant? Wie hieß der Lagerkommandant von Ohrdruf, als Sie hingekommen sind? Quel était le chef du camp Ohrdruf? Stibitz. Lorsque vous êtes arrivé? Ah, oui. Non. Nous, on a ouvert le camp. Wir haben das Lager aufgemacht. Ja. Avant, ce n'était pas un camp là-bas. Da war noch kein Lager. C'est nous qu'on a ouvert, parce qu'on a commencé à travailler. Wir haben dort angefangen zu arbeiten. Wir haben gegraben. Krawinkel, pas loin de Krawinkel, in der Nähe von Krawinkel, sur la route de Erfurt, auf der Erfurtenstraße, sur la route de Erfurt, auf der Straße Erfurt. Haben Sie dort einen Lagerkommandant Mulka kennengelernt? Est-ce que vous avez connu, fait la connaissance d'un chef de camp Mulka? Non, connaissance, je fais des personnes. Mulka, Mulka, le nom de Mulka m'était pas connu. Der Name war mir nicht bekannt. Le nom de Mulka n'était pas connu, mais la cruauté d'Ohrdruf, mais encore devant mes yeux. La cruauté d'Ohrdruf. Aber mir ist die Grausamkeit von Ohrdruf noch vor Augen. Parce que c'est chaque matin quand on est resté de 5 heures, on nous a donné un peu d'eau. Jeden Morgen, wenn wir um 5 Uhr oui, on nous a réveillé. On nous a fait l'appel de 5 heures. Hatten wir Appell um 5 und wir hielten etwas Wasser. Avec un morceau, un petit bout de pain. Mit einem kleinen Stückchen Brot. Ja. Soll sich das auf Mulka beziehen, was Sie jetzt erzählen wollen? Mulka? Le nom, je peux pas préciser. Ich kann den Namen nicht angeben. Mais si il était là-bas. Wenn er dort war. S'il était là-bas. Gestatten Sie mir noch eine Frage. Als man Ihnen beim Untersuchungsrichter diese Bilder vorlegte, lorsqu'on vous a présenté les photos chez Monsieur le Juge d'instruction, haben Sie da den Baretzky sofort erkannt? Est-ce que vous avez reconnu Baretzky tout de suite? Oder hatten Sie noch Bedenken? Ou est-ce que vous aviez des doutes?
Quand il m'a donné toutes les photos, als mir alle Bilder gezeigt hat, je lui ai dit tout de suite, habe ich sofort gesagt, que ça sera difficile à le reconnaître, das ist schwierig zu erkennen. Malgré que j'avais son image devant les yeux. Obwohl ich sein Bild vor Augen hatte, sein Gesicht vor Augen hatte. Mais j'ai pris toutes les photos. Aber ich habe alle Bilder genommen. Et je me suis deux à trois minutes. 2 bis 3 Minuten. Ou 5 minutes, je ne sais pas. Vielleicht 5 Minuten, ich weiß es nicht. Peut-être le juge doit le savoir mieux que moi, comme observateur. Vielleicht kann es der Untersuchungsrichter besser wissen als Beobachter. Certainement mieux que moi, parce que moi j'étais énervé. Denn ich war ja nun erschöpft. Mais j'ai essayé de me calmer. Ich habe versucht, mich zu beruhigen. Et de me rappeler bien les visages. Und mich gut zu erinnern an die Gesichter. Et la première, après quelques minutes, que j'ai donné au juge d'instruction, das erste Bild, das ich dem Herrn Untersuchungsrichter dann nach Nachdenken gegeben habe, je l'avais dit, ça doit être lui, pas un autre de celle-là. Dazu habe ich gesagt, das muss er sein. Wie steht es dann mit Ihrer Bekundung bei dem Herrn Untersuchungsrichter auf Blatt 12.142, wo Sie gesagt haben, es ist schwierig, nach 18 Jahren jemand wiederzuerkennen? Das haben Sie heute gesagt. Comment ça se fait-il que vous avez constaté à ce temps-là envers monsieur le juge d'instruction sur page 12142, il est difficile d'après 18 années de reconnaître quelqu'un. C'est exact, die, je l'ai dit. Moment, ja, gesagt, das stimmt. Jetzt meine Frage ist noch nicht ganz endlich. Maintenant la question. Ja, die unter, jetzt kommt eine Ziffer, die lasse ich weg, abgebildete Person. La personne qu'on a pris sur une photo avec le numéro tel et tel, ja. Il omet le numéro. Insbesondere wenn ich das mittlere Brustbild betrachte. Surtout lorsque je vois à la photo qu'on a donné de la poitrine könnte, au milieu. Könnte Baretzky sein. Pourrait être Baretzky. Mais je viens de le dire, ça doit être lui. Das habe ich ja gerade gesagt, das ça doit sein. Être lui. Mais je ne pouvais pas préciser, mais ça doit être de toutes les photos qu'on m'a fait voir, von c'était la seule qui ressemblait à l'image que je l'avais. Musste es das Bild sein, was man mir, was, stimmt das ja. Mit dem Bild überein, das ich von dem Gesicht hatte? Der Zeuge hat eben gesagt, doit être, soll er sein. Muss er sein. Zwischen soll sein und könnte sein ist ein Unterschied. Ich will das nicht weiter verfolgen. Noch eine Abschlussfrage. Wie war denn diese Gegenüberstellung bei dem Untersuchungsrichter anschließend? Hat man da Ihnen mehrere Personen gegenübergestellt? Oder hat man einfach den Baretzky reingeführt und Sie gefragt, ist das der Baretzky? Question par conclusion, comment ça s'est-il fait, cette confrontation? Il y avait plusieurs personnes qui ont été appelées ou c'était seulement Baretzky qui a été introduit? Non, j'étais, avant, après je ne m'appelle pas, mais on m'a demandé si je connais une personne était dans le bureau. Mich nicht mehr, es war eine Person in et on m'a demandé si je le connais. Und man hat mich gefragt, ob ich sie kenne. J'ai dit, c'est Baretzky. Darauf habe ich gesagt, das ist Baretzky. Waren Sie bereits im Zimmer drin, als der Angeklagte oder die Person reingeführt wurde? Est-ce que vous étiez déjà dans la pièce lorsque l'accusé ou cette personne a été introduit dans la pièce? Je crois que je suis venu avant, il me semble. Ich glaube, dass ich vorher da war. Vorher gekommen bin. Herr Rechtsanwalt Dr. Eckert. Autodéfenseur. Herr Zeuge, Sie haben gesagt, Sie können, Monsieur le témoin, vous avez dit, Sie können sich nicht erinnern, in welcher Zeitung die Anzeige seinerzeit erschienen ist, weil vous Sie mehrere Zeitungen lesen. Vous ne pouvez pas vous rappeler du journal dans lequel on avait donné cette communication, parce que vous aviez lu à ce temps-là plusieurs journaux. Oui. Gehört zu diesen Zeitungen auch die Zeitung L'Humanité? Parmi ce journal, vous incluez parmi de, ces journaux, il y a-t-il le journal L'Humanité? Non. Baretzky. Herr Zeuge, darf ich Sie mal fragen? Monsieur le témoin, puis-je vous demander? Was hatte ich für Dienstgrad gehabt? Können Sie sich vielleicht erinnern? Quel était le service qui était à ma tâche à ce temps-là? Pouvez-vous vous rappeler? Qu'est-ce que ça veut dire? Was soll das heißen? Ja, was ist ein Dienstgrad? Ein Dienstgrad? Ja. Das ist hier nicht angekommen. Quel grade ai-je eu? Je ne me connaissais pas dans les grades. Ich habe mich in den Graden nicht ausgekannt.
Ja, da kann doch. In der drei Monate im Ausschuss war, da hat er gewusst, wer blockfähig ist und wer arbeitsdienstfähig ist, wer unterschiedlich ist, rotenfähig ist. Da hat der Mann das Erste gewusst. Si vous étiez deux mois à Auschwitz, vous avez pu faire la distinction entre. Zwischen wem soll er unterscheiden? Da hat er unterschieden zwischen Rottenführer und Sturmmann. Rottenführer? Und Sturmmann. Sturmmann? Ja, und Unterscharführer. Das hat er Unterscharführer. Das hat er können doch unterscheiden. Ça, vous avez pu le différencier, le distinguer. Même maintenant, je le sais pas. Selbst jetzt weiß ich es nicht. Ja, ist gut. Lokfahrzeug, Herr Zeuge. Sie selbst, also ich persönlich, habe nie Leute selektiert. Dafür war ich viel zu kleiner Dienstgrad. Monsieur le témoin, moi, jamais j'ai fait des sélections. Pour cela, j'avais un grade trop bas. War Mannschaftsdienstgrad und Mannschaftsdienstgrad. Ein Ausschuss war schon schlimm, aber so Mannschaftsdienstgrad, jetzt Leute selektieren, das hat ein Ausschuss doch nicht gegeben. Ich kann Sie nicht recht verstehen, Herr Weiß. Gewollen Sie etwas langsamer sprechen, ja? Ich war Mannschaftsdienstgrad. Und Mannschaftsdienstgrad. Jawohl. Und Ausschuss war schon schlimm. Sehr schlimm, aber der Mannschaftsdienstgrad, da Leute selektiert hat, das hat doch nicht gegeben in Auschwitz. Was meinen Sie, wenn ich da Leute selektiert hätte? Moi, j'avais un grade tout simple, comme simple homme, et il était atroce à Auschwitz, mais quand même, ça n'est jamais arrivé qu'un grade simple a pu sélectionner. Je le répète, les grades, je ne m'occupe pas qui est-ce qui était. Je wiederhole, ich habe mich um die Graden nicht gekümmert, ich weiß nicht, wer es war. Oui, et je voudrais également que vous disiez à Monsieur Baretsky. Und lässt mich bitten, Ihnen noch zu sagen, que si je dépose contre Baretsky, wenn ich etwas gegen Sie aussage, ça ne veut pas dire que lui, il était plus méchant que les autres. Dann habe ich nicht gesagt, dass Sie schlimmer waren als andere, die anderen. Mais contre les autres, je n'ai pas le nom. Aber gegen die anderen habe ich keinen Namen. Et mon témoignage ne vaudra rien. Und dann würde meine Aussage nichts bedeuten. Parce que j'ai reconnu chez le juge d'instruction une photo. Denn ich habe bei dem Herrn Untersuchungsrichter im Lichtbild parce que quand j'avais reconnu de la photo de Baretsky, j'avais toutes les photos devant moi. Ich hatte alle Bilder vor mir. Et j'ai demandé si je peux regarder pour voir quelqu'un d'autre. Und ich habe gefragt, ob ich sie noch darauf prüfen könnte wegen anderer. Il m'a laissé regarder. Er hat mich betrachten lassen. Et j'ai reconnu une personne. Und ich habe jemanden erkannt. Qui est ici, je crois. Der ist hier, glaube ich. Der Zeuge deutet auf. Ja, und was glauben Sie, wer das gewesen sein kann? Qui pensez-vous pourrait être das, was ich sage, ich glaube, weil ich habe gesagt, klar, dass chez le juge d'instruction, que ça devait être de politischen Abteilung. Il a appartenu au département politique. Qui circulait en vélo. Der ist auf dem Fahrrad herumgefahren. Que je connaissais pas le nom. Ich habe seinen Namen nicht gekannt. Et je ne sais pas si le juge d'instruction l'a marqué. Ich weiß nicht, ob der Untersuchungsrichter es aufgenommen hat. Et je l'avais rajouté. Je l'avais rajouté chez le juge d'instruction. Und ich hatte hinzugefügt beim Untersuchungsrichter. Que j'ai personnellement, je l'ai rien vu faire de spécial. Ich persönlich habe ihn nichts Besonderes tun sehen. N'empêche que j'ai beaucoup entendu. Das heißt aber nicht, dass ich nicht viel gehört hätte. Dans le camp. In dem Lager. Malgré ça. Trotzdem. J'ai déposé aucune plainte. Habe ich nichts ausgesagt. J'ai rien dit, parce que je l'ai pas vu. Weil ich es nicht gesehen habe. Mais n'empêche, sur la photo, j'étais sûr que ça devait être lui. Aber dennoch bin ich sicher, nach dem Lichtbild, dass das war. Haben Sie noch eine Frage an den Zeugen? Ich? Ja. Bitte schön. Herr Zeuge, Sie müssen sich doch genau erinnern, Monsieur le juge, le témoin, so können Sie den Zeugen, Sie können nur fragen, ob sich erinnern kann. Aber dass sich genau erinnern muss, diese Frage ist nicht zulässig. Ja, entschuldigen Sie den Ausdruck. Ja, bitte schön. Dass ich keine Leute ausgesucht habe. Dafür habe ich ja gar keine Befugnis, gar keine Macht. Ich habe dafür war ich ja viel zu klein, Leute ausgesucht. Diesen Vorhalt haben Sie den Zeugen schon einmal gemacht. Der Zeuge hat die Frage bereits beantwortet. Da mache ich noch eine andere Frage. Bitte schön. Herr Zeuge. Otra question. Sie persönlich sind vous ja personnellement auch ausgesucht worden, ja? Vous avez été sélectionné.
Sie müssen ja selber ausgesucht worden sein. Vous, vous devez être sélectionné vous-même. Moi, j'étais sélectionné. Où j'étais sélectionné? Wo? Wenn der, bevor der auf Transport ging, der musste, da war ja auch ausgesucht, der Mann. Avant que votre... Quel Transport? Der Transport. Bevor der auf Transport ging, wurde, musste er ausgesucht werden aus dem Lager. Also wie er von Auschwitz wegkam. Avant que vous êtes parti d'Auschwitz en transport. Avant qu'on est parti d'Auschwitz. Exact. Non, on nous a pris tout ce qui était. Nein, wir sind nicht ausgewählt worden, wir wurden im Block genommen. Der ganze Block. Wie wir waren. Parce que je croyais, même quand nous sommes partis, notre transport. Als unser Transport abgegangen ist. J'étais sûr qu'il avait plus personne à Birkenau. War ich sicher, dass niemand mehr in Birkenau war. Mais après, j'ai appris que ça restait encore du monde jusqu'au. Nachher habe ich aber erfahren, dass noch Leute geblieben sind. Mais j'étais sûr parce qu'on a pris tous les blocs. Man hat alle Blöcke genommen. D'ailleurs, je vais même dire, avant notre transport, parce que j'étais avec mon frère à Birkenau. Übrigens will ich noch sagen, ich war zusammen mit meinem Bruder in Birkenau. Et mon frère, un jour, il est resté au bloc. Eines Tages ist mein Bruder im Block geblieben. C'était 15 jours ou 3 semaines avant que je suis parti de Birkenau. 2 oder 3 Wochen, ehe ich von Birkenau weg bin. Et quand je suis rentré le soir des commandos, als ich abends vom Kommando heimkam, je l'ai plus trouvé. Habe ich ihn nicht mehr gefunden. Ça veut dire, mais il était parti. Il était parti. Tout ce qu'ils étaient dans le camp, dans la journée, ils étaient partis avec un transport. Aber alles, was den Tag über noch im Lager geblieben war, war mit einem Transport weggegangen. Oui. Et après, entre l'intervalle, entre le départ de mon frère et moi, zwischen dem Abgang meines Bruders und unserer Abreise, il avait Et mon départ, il avait une quinzaine ou une vingtaine de transports qu'on a pris encore. Hat man noch 15 oder 20 Transporte entre le temps. Et beaucoup se sont cachés, ils ont fait pour rester. Viele haben sich versteckt und haben versucht zu bleiben. Parce qu'on pensait qu'on nous prend au crématoire. Denn wir haben gedacht, dass wir ins Krematorium kommen. Das ist richtig, das hat der Zeuge recht. Jeder hat, vous avez raison. Die Häftlinge haben alle gemeint, wenn Leute ausgesucht werden, dass sie nicht auf Transport gehen. Er ist ja gar nicht ausgesucht worden, sondern sein ganzer Block ist abtransportiert worden, sagt Herr, er. Herr Vorsitzender, wenn heute ein Transport weggeht, dann müssen doch Namen, Kartei, jedes Nummer muss doch eingetragen werden. Ja. Man kann doch Leute nicht zusammentreiben und in den Waggon stoppen und sagt, hier geht auf Transport. Ja. So ist das in Aufschieß doch nicht gegangen. Das muss doch alle seinen Weg gehen. Ja, aber die Namen und die Nummern waren ja alle hinreichend bekannt und man wusste ja genau, wie viele Leute und wer und mit welchen Nummern die Menschen in einem Block waren. Und wenn der Zeuge sagt, der gesamte Block wurde abtransportiert, ist das doch durchaus denkbar. Das ist ja denkbar. Aber, Herr Vorsitzender, es ist genauso denkbar, dass die anderen Leute, die zurückgeblieben sind, es hundertprozentig angeholt haben, dass die Leute vergast worden sind. Ja. Das ist ja. Ja, und was wollen Sie nun dem Zeugen? Dass wir nur den Zeugen sagen, dass Leute sind ausgesucht worden und die gingen wirklich nach Transport und man sagt heute, die gingen in Gas. Ja, und das weiß der Zeuge nicht. Von Lager D sind keine in Gas geholt worden, die sind von F-Lager, von Krankenbau sind Leute in Gas geholt, aber nicht von D-Lager in Gas geholt. Und dann geht keine Mannschaft, die sind gerade Leute aussuchen für den Gas. Langsamer. Und man hat, was war das Letzte? Kein Mannschaftsdienstgrad wird Leute aussuchen. Man hat ja Leute im Krankenbau, die kranken Leute kamen ja im Krankenbau, die haben doch ein großes F-Lager gehabt. In D-Lager sind keine Leute ausgesucht. Also, Herr Zeuge, der Angeklagte hält Ihnen Folgendes vor. Monsieur le témoin, l'accusé vous demande ce qui suit. Aus dem Lager D soll niemand selektiert worden sein, sondern du Camp D, personne a été sélectionné, mais in dem Lager Birkenau seien Arbeitsunfähige lediglich in den Krankenbau gekommen und nicht in die Gaskammer. Dans le camp Birkenau, des gens qui ne pouvaient plus travailler ont été envoyés à l'infirmerie, mais pas dans la chambre à gaz. Oui. Dans le camp D, chez nous, et bei uns im Lager D, à l'époque où j'étais, zu der Zeit, zu der ich da war, les deux ou trois sélections petites qui sont passées, die 2 oder 3 kleine Selektionen, die sich ereignet haben, c'était nul, comme je le dis encore une fois, die waren pas nul, mais nul. C'était, on n'en a même pas parlé de cela. Man hat darüber gar nicht gesprochen. 10 personnes à Auschwitz, c'est rien d'un bloc. 10 Mann in einem Block in Auschwitz war nichts. Mais
ça qu'il dit, que les sélections étaient faites dans le A ou dans le Tziganer et dans le Krankenbau, ça c'est vrai, ça. Diese Selektionen, von denen er spricht, die geschahen in A, Zigeunerlager und Krankenbau, das stimmt. C'est possible que ces personnes, ils sont passés par le Krankenbau et on les a pris tous ensemble au crématoire. Es ist möglich, dass diese Leute durch den Krankenbau gelaufen sind und man hat sie alle zusammen ins Krematorium geholt. Parce que le Krankenbau, il n'avait pas beaucoup qui sortaient. Aus dem Krankenbau sind nicht viele herausgekommen. On ne soignait pas là-bas. Man hat sie nicht gepflegt. On savait simplement un prêtre pour amener au crématoire quand il n'avait pas une journée de creux. Journée de creux, ça veut dire qu'il n'avait pas de travail. Wenn man einen Tag arbeitsfrei war, wusste man. Quand il avait une journée de creux pour le crématoire, peut-être ils l'ont pris de Krankenbau. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans votre commando. Non. Non, ce n'est pas la peine, cela, ce n'est pas très important, mais je veux dire. Vielleicht ist das nicht bedeutsam, aber ich will sagen. Les personnes de Krankenbau. Die Leute im Krankenbau. Je ne connais pas qui sont sortis de Krankenbau, mais je connais qui sont allés au Krankenbau. Ich weiß nicht, dass welche rausgekommen sind, aber mais ich weiß, dass welche hingegangen sind. Mais je les ai jamais revus. Aber ich habe sie nie wieder gesehen. Et s'il veut dire que les gens qui ont été choisis au camp D, ils sont allés au Krankenbau. Wenn er sagt, dass Leute, die selektioniert oder gezählt wurden, in den Krankenbau gekommen sind. C'est possible peut-être. Das ist möglich vielleicht. Et ils étaient ramassés là-bas avec les autres allés au crématoire. Mit den anderen zusammengenommen und in ist der Vorhalt beantwortet damit? Nein. Der Zeuge hat Ihnen gesagt, ich habe ja nicht feststellen können, wo die Leute, die selektiert worden sind, hingekommen sind. Wir haben sie nicht mehr gesehen. Es ist durchaus möglich, dass sie zunächst in den Krankenbau gekommen sind und über den Krankenbau nachher ins Krematorium gekommen sind. Das kann ich gar nicht abstreiten, denn die Leute, die in den Krankenbau gekommen sind, die hat man auch nicht mehr wieder gesehen. Herr Vorsitzender, ja. Ich streite das nicht ab vom Krankenbau, aber ein Blockferienlager kann doch keine arbeitsfähige, unarbeitsfähige Leute selektieren. Das macht doch ein Arzt, ein Blockferien kann doch keine Leute selektieren. Da kann nur sagen, bestimmt, also du Sie bist bestreiten, arbeitsfähig dass und du das nicht. Richtig ist, was der Zeuge sagt. Ich sage nur, ich habe keinen selektiert. Wir haben keinen selektiert. Gut, noch eine Frage? Ich habe noch zwei Fragen. Okay, Herr Zeuge. Sie haben vorgehalten, dass ich Leute begleitet habe zum Krematorium. Ja. Ich habe nie Leute zum Krematorium begleitet. Und Sie sagen, ich bin in das Krematorium hereingegangen. Ich war kein Geheimträger in Auschwitz. Ich war aus Rumänien. Was meinen Sie, hätten Sie mich hereingelassen, ins Krematorium gehen? Da kamen ja nur Geheimträger hin, nicht ein kleiner Sturm im Krematorium. Die hätten gesagt, ob ich sie alle am Christbaum hätte. Also sagen Sie bitte dem Zeugen, der Angeklagte erklärt, er habe niemals Leute ins Krematorium geführt. Und sei dazu auch nicht befugt gewesen, weil er kein Geheimnisträger gewesen sei und infolgedessen auch das Krematorium nicht habe betreten dürfen. L'accusé a constaté ou a déclaré que jamais il avait sélectionné ni même accompagné des groupes au crématoire parce qu'il n'avait pas l'autorité pour faire cela à cause du fait qu'il n'était pas un homme qui devait savoir des secrets. Ben, et pour cela, il ne pouvait pas agir comme vous l'avez décrit. C'est pour la deuxième fois que je l'entends de l'accusé. Das höre ich zum zweiten Mal vom Angeklagten. Il a également dit qu'il n'était pas à la rampe. Er sagte auch, er sei nicht an der Rampe gewesen. Et après, il a admis chez le juge d'instruction qu'il était. Und dann hat er beim Untersuchungsrichter zugegeben, dass er dort war. Ja, noch einen Vorhalt. Noch ein Vorhalt. Herr Vorsitzender, der Mann sagt, ich habe gesagt, ich war ungefähr 10-mal auf der Rampe. Nicht einmal, ungefähr 10-mal bin ich auf der Rampe gewesen, habe ich wörtlich gesagt zu meinem Untersuchungsrichter. Und Sie waren auch damals, das habe ich vorher gesagt und nachher habe ich gesagt, haben Herrn Kiegel auch bei mir zu Hause gesagt. Und von der Hängen habe ich wieder zu Hause gesagt, was uns, wie Sie bei mir in Flight waren bei der Vernehmung, habe ich Ihnen gesagt, ich habe ein einziges Mal gesehen, wo zwei Menschen aufgehangen worden sind. Das war dein Block als Mietik. Und noch ein Lagerelektriker. Kennen Sie sich erinnern, Herr Staatsanwalt? Da haben Sie mir nach gar Moment, jetzt fangen Sie mir keine Unterhandlung mit dem Herrn Staatsanwalt an. Ja, was wollen Sie sagen. Für eine Erklärung abgeben auf die Aussage des Zeugen? Ihnen steht die Möglichkeit, zu Fragen zu stellen und Ihnen steht die Möglichkeit, zu Erklärungen abzugeben. Von beiden Möglichkeiten können Sie Gebrauch machen, aber hier keine Privatunterhandlung. Zeuge sagt, ich habe abgestritten, dass ich auf der Rampe war. Das habe ich noch niemals abgestritten, dass ich auf der Rampe war.
Schön. Und zweitens, wenn ich auf der Rampe war, wenn der sagt, ich habe Geschäfte gemacht mit Häftlingen, ja, mit Stubendienst und mit Block, das Herr, ja, Vorsitzender, da hatte ich nicht nötig gehabt. Ich konnte den Kapo sagen von Aufräumungskommando oder den Unterkapo von Aufräumungskommando, hey, wir besorgen mal 10 Dollar, dafür brauchen wir nicht in Lager zu gehen, dass es um 10 Wege geht. Also Sie bestreiten, dass Sie Geschäfte mit dem Stuben-Ellison und mit dem Lager-Ellison gemacht haben? Das habe ich nie gemacht. Da konnte ich meinen Kapo sagen, besorgen mit 10 Dollar, da brauche ich nicht. Sagen Sie dem Zeugen, bitte, Herr Dolmetscher, der Angeklagte bestreitet, dass er Geschäfte gemacht hätte mit dem Lager-Ellison und mit dem Stuben-Ellison. Block-Älteste. Ja, er hätte keine Geschäfte gesagt, gemacht, ja, und hätte das auch nicht nötig gehabt, weil er seine Sachen hätte anderweitig bekommen. Parce qu'il n'avait pas la nécessité, il aurait pu les faire avec d'autres SS. Le capot. Pas de SS. Le capot. Je ne veux pas dire qu'il les a pas fait avec le capot. Ich sage ja auch nicht, dass er nicht welche mit den Kapos gemacht hat. Mais également avec le Block-Älteste. Aber capot. Auch mit Block-Älteste. Ich habe ja gesagt, mit Block-Älteste. Der Herr Vorsitzende hat es. Ja, Block-Ellison, ja. Noch eine Bemerkung oder ein Vorhalt? Noch ein Vorhalt hätte ich machen. Sie haben, Herrn Untersuchungsrichter, gesagt, ich hätte mit Häftlingen Karten gespielt in Geld. Können Sie sich erinnern? Was war das? Sie dass hätten? Ich Karten gespielt hätte in Geld. Karten gespielt? Ja, mit Häftlingen. Hat der Zeuge nichts davon gesagt? Ja, aber Untersuchungsrichter, jetzt, der Untersuchung hat er gar nicht aufgeschrieben. Das habe ich. Also fragen Sie den Zeugen bitte, ob es richtig wäre, dass der Angeklagte mit Mithäftlingen Karten gespielt hätte. Est-ce qu'il est correct que l'accusé a joué aux cartes avec des prisonniers? Même si je savais, je l'aurais pas dit parce que je l'ai pas vu. Wenn ich es wüsste, hätte ich es nicht gesagt, denn ich habe es nicht gesehen. Es ist nicht. C'est certainement quelqu'un d'autre. Ist nicht der Fall. C'est certainement quelqu'un d'autre. Nur was zum eben aufhängen, weil Sie mich unterbrochen haben. Ich habe gesehen in Birkenau ein einziges Mal zwei Häftlinge exekutieren und habe ich meine Vernehmung angegeben. Das waren zwei Polen. Das war ein Blockältester, Mietek, wo der Dr. Glowacki hier gesagt hat, und ein Lagerelektriker. Der hat ein Verhältnis gehabt mit der deutschen Aufseherin. Wir sind beide verurteilt worden für aufzuhängen. Und da ist keiner geschlagen. Die sind von Block geholt worden. Der Block Verschneider hat sie gebracht und hat Rapport für vorgelesen, das Urteil, erst in Deutsch und dann in Polnisch, weil der Portfeuer war aus Oberschlesien. Und dann sind sie auf so ein Podium gestiegen. Und da hat, auf einmal war der Boden weg. Da hat keiner Schemel weggezogen, gar nichts. Und da haben sie, bevor noch das letzte Wort gehabt, da haben sie gesagt, lebe Polen, auf einmal war der Boden weg, da sind die zwei Mann gehangen. Das war die einzige und die letzte Revolution, die ich in Auschwitz gesehen habe. Also Sie wollen damit sagen, Sie haben an dieser Erhängung, die der Zeuge uns geschildert hat, nicht teilgenommen? Nein, die habe ich auch nicht gesehen. Noch eine Erklärung? Nein, habe ich keine Frage. Keine Frage. Il a déclaré n'avoir pas participé dans cette exécution dont vous avez fait référence, allusion. Non, mais. Herr Staatsanwalt Kügler. Ja, ich wollte den Herrn Baretzky noch was fragen. Baretzky. Sie haben gesagt, dass aus dem F-Lager die Leute für die Vergasung ausgesucht wurden, also vom Krankenbau. Woher wissen Sie das? Herr Kügler, das ist ja. Das ist ein Staatsanwalt. Baretzky, ja. Das nehme ich ja an. Ne? Da müssen ja viele Leute, genau sagen wir, wenn heute 50 in Krankenbau gehen, müssen auf 50 zurückkommen nächsten Tag. Da wird er einmal voll, ja. Aber im Krankenbau, das konnte nur im Krankenhaus reduziert werden von Ärzten, bei uns doch nicht. Die Arbeitsunfähigkeit kamen alle in die F-Lager. So, vorhin haben Sie gesagt, die sind ins Gas ausgesucht worden. Jetzt sagen Sie, Sie nehmen es an. Ich war ja nicht Ich bin kein Sanitäter, kein Arzt, dass ich in F-Lager gehe. Die haben ja gar nicht so F-Lager. Nun gut, Herr Baretzky, Sie sagen ferner, dass Sie bei Selektion nichts bestimmt haben, weil Sie da ein viel zu kleiner Mann gewesen wären. Ja? Ist Ihnen denn mal der Unterschied klar geworden? Ist Ihnen das von Ihrem Verteidiger gesagt worden oder haben Sie sich selbst mal darüber Gedanken gemacht? Was der Unterschied ist zwischen Bestimmen bei Selektion und Teilnehmen bei Selektion. Ist Ihnen das klar? Bestimmen ist, wenn einer kommt und sagt, Sie müssen nach rechts und Sie müssen nach links. Ja, und Teilnehmen? Teilnehmen ist, ja, wenn ich mit der Kommando hingeschickt werde, dann muss ich doch hingehen mit meinem Kommando. Ja, haben Sie teilgenommen? Jawohl, da bin ich hingekommen mit dem Kommando, habe ich ja nie abgestimmt. Ja, ja. Moment, das möchte ich doch aber vielleicht aufklären. Herr Baretzky, Sie haben, glaube ich, gerade bei der Vernehmung dieses Zeugen damals erklärt, sie wären 8 bis 15 Jahre.